schöne Wanderziele sind der 3 Kilometer lange Wild Pacific Trail um den Leuchtturm im Südosten und die Klippen südlich des Ortes. Für Nationalparkbesucher bietet Jugluklet vor allem Quartiere und Campingplätze. Kurz vor der Küste, rund 90 Kilometer hinter Port Alberni, teilt sich die Straße. Ein kurzer südlicher Arm, ca. 8 Kilometer, führt nach Jugluklet. Ein früher reines Fischerdorf, das heute überwiegend vom Tourismus lebt und ruhiger als Tofino ist. Besonders im Herbst und Frühjahr zieht die Möglichkeit zur Walbeobachtung Besucher an, aber auch im Sommer kann man im Barclay Sound Wale sehen. Bleibt man nach dem Straßendreieck auf der Straße 4, erreicht man hinter der Parkinfo bald Long Beach, das Kernstück des Pacific Rim Nationalparks. Dieser von Felsen unterbrochene und eingerahmte Strand voller Treibholz gehört zum schönsten, was Britisch-Kolumbiens Küsten zu bieten haben. Leider liegt Long Beach oft selbst dann unter Seenebel, wenn jenseits der Berge die Sonne scheint. Auch urplötzliche Wetterumschwünge sind nicht selten, in denen sich binnen kürzester Zeit ein blauer Himmel zuzieht und Regen einsetzt. Thank you.
Tofino war einst ein rein indianisches Fischerdorf. Getting underway. After the captain, here's these twin peaks here, this one and this one. Mount Colnett and Lone Cone. At the base of Lone Cone here. This is an eingeborenen Dorf, das ist in etwa 5000 Jahre alt. Ways where you fix boats with a marine marine ways and a ship chandlery, like a hardware store. Oh, I see you right here. Yeah. There's a bit of was. Draußen ist ein bisschen der Nebel, sagt er. In the freshwater. But they eat the deer.
In Tofino gehören Hochsee-Fishing-Trips und Wall-Watching mehr noch als in Jukluklet zum touristischen Standardangebot. Grauwale, die von März bis Mai von Mexiko nach Alaska ziehen und von September bis November den Weg zurücknehmen, legen in den verzweigten Buchten dieser Küste eine Rast ein. Einige bleiben den ganzen Sommer. Auf halbem Weg nach Port Alberni liegt der Cameron Lake mit Badestrand an seiner Südseite. Östlich davon der Little Qualicum Fall, dessen Hauptmerkmal der Canyon des Little Qualicum River mit Stromschnellen und kleinen Fällen ähnlich wie am Englishman River ist. Campbell River neben Port Alberni, zweite Welthauptstadt des Lachsfangs, kann für sich reklamieren, das hübschere der beiden Städtchen zu sein. Das Gros der Touristen in Campbell River ist denn auch am Fisch, speziell am Lachsfang interessiert. Thank you.
Von der Bedrohung der tropischen Regenwälder ist weltweit die Rede. Dass es aber auch auf Vancouver Island, an den Küsten und im Innern von British Columbia ausgedehnte temperierte Regenwälder gibt, die in ihrer Existenz gefährdet sind, ist nur wenigen bekannt. Mächtige Holzkonzerne, die bereits über 50% des kanadischen Regenwaldes abgeholzt haben, rücken den jahrhundertalten Baumbeständen der Westküste immer intensiver zu Leibe. Ein erneuter Zwischenstopp liegt im McMillan Park am Westende des Cameron Lake. Der Spaziergang durch den Kathedralgrove des Parks zwischen im Neujahrssturm 1997 umgestürzten Baumriesen ist ein weiteres Muss. Ein kleines Waldgebiet mit bis zu 800 Jahre alten und 75 Meter hohen Douglasias-Tannen wurde dort in seinem ursprünglichen Zustand belassen. Früher einmal dominierten solche Bestände die Insel, fielen und fallen immer noch woanders Axt und Säge zum Opfer. Thank you.
Tiere. Die Expo-Line des Skytrain-System verkehrt im 6-Minuten-Takt. Morgens und nachmittags alle 2 bis 3 Minuten zwischen